Willkommen bei Schulfahrt.de. Klasse reisen. Erkunden Sie mit uns die Hansestadt Rostock und unternehmen Sie eine Rundfahrt durch den Hafen. Lernen Sie mehr über die Schifffahrt und das Leben der Seeleute. Entspannung und Erholung verspricht der Strand von Warnemünde. In Ribnitz-Dammgarten werden Sie das Gold des Nordens entdecken. Und für Badespaß bei jedem Wetter sorgt die Bottentherme. Durchqueren Sie das Kröpeli Natur, um den historischen Teil von Rostock zu erkunden. Und verweilen Sie in den Cafés an der Warnow. Doch der wahrscheinlich attraktivste Teil von Rostock ist das Ostseebad Warnemünde im Norden der Stadt. Der markante Leuchtturm und der Teeport Warnemünde schließen an den breitesten Strand der Ostsee an. Hier können Sie und Ihre Schüler das Meer und den Strand genießen und anschließend an der attraktiven Promenade entlang schlendern, sowie von den lokalen Spezialitäten kosten. Ebenfalls an der Promenade können Sie eines der Rundfahrtschiffe besteigen und eine lohnenswerte Hafenrundfahrt unternehmen. Im Warnemünder Kreuzfahrthafen können Sie enorme Kreuzfahrtschiffe bestaunen. Und im Überseehafen werden Sie die riesigen Containeranlagen sehen können, sowie den bedeutendsten Werftbetrieb der ehemaligen DDR, die Warnow-Werft. Hier wurde auch das Traditionsschiff Typ Frieden gebaut. Das Traditionsschiff dient seit 1970 als Museumsschiff mit einer umfangreichen Ausstellung rund um die Themen Schiffbau und die Schifffahrt. Die mehr als 12.000 Exponate zum Thema Schiffbau und der DDR, Seefunkwesen und Navigation werden ihren Schülern auf anschauliche Art und Weise die Entwicklung der Schifffahrt näherbringen. Die vielen im Original erhaltenen Räume werden Ihnen einen guten Eindruck der Seefahrt in den 50er und 60er Jahren vermitteln. Wer noch mehr über das Leben der Seefahrer erfahren möchte, der sollte das Heimatmuseum in Warnemünde besuchen. Die volkskundliche Ausstellung zeigt faszinierende Exponate zur Geschichte der Fischerei und der Seefahrt. Wissen Sie, was das Gold des Nordens ist? Es ist der Bernstein. Im Bernsteinmuseum Ribnitz-Dammgarten werden Sie mehr über das 40 Millionen Jahre alte Naturprodukt erfahren, sowie einmalige Bernsteinkunstwerke aus dem 16. und 17. Jahrhundert bestaunen können. In der Schaumanufaktur Ostseeschmuck können Sie sogar an der Entstehung eines Schmuckstückes teilhaben und lernen gleichzeitig vieles rund um die Schmuckproduktion. Wie macht ihr eigentlich Figuren aus Bernstein? Wo findet man Bernstein? Wie lange gibt's den Bernstein schon? Der Bernstein, habe ich ja vorhin schon gesagt, der ist so 40 bis 50 Millionen Jahre alt. Badevergnügen bei jedem Wetter verspricht die Bottentherme. Eine Wasserrutsche, die Sprunganlage und der Strömungskanal sorgen hier für garantierten Badespaß für die ganze Klasse. Sie sehen, Rostock und Umgebung haben viel zu bieten. Von einmaligen Stränden über Seefahrtgeschichte bis hin zum Bernstein und Badespaß. Hier finden Sie garantiert etwas für jeden Geschmack.